Angeklagter Stark, haben Sie nie bei den Vergasungen mitgewirkt? Einmal musste ich damit tun. Was hatten Sie zu tun? Ich stand draußen herum, nachdem ich die Leute ins Krematorium geführt hatte. Die Sanitäter, die für die Vergasung zuständig waren, hatten die Türen zugeschlossen und trafen ihre Vorbereitungen. Woraus bestanden die Vorbereitungen? Sie stellten die Büchsen bereit und setzten sich Gasmasken auf. Dann gingen sie Böschung hinauf zum flachen Dach. Im Allgemeinen waren 4 Leute erforderlich. Diesmal fehlte einer und sie riefen, dass sie noch jemanden brauchten. Weil ich der Einzige war, der draußen herumstand, da sagte Grabner, los, hier helfen. Ich bin aber nicht gleich gegangen. Da kam der Schutzhaftlagerführer und sagte, etwas plötzlich. Wenn Sie nicht raufgehen, werden Sie mit reingeschickt. Da musste ich hinauf und beim Einfüllen helfen. Haben Sie nichts gehört von dem, was sich da unten abspielte? Die haben geschrien. Wie lange? So 10 bis 15 Minuten. Wer hat den Raum geöffnet? Ein Sanitäter. Was haben Sie da gesehen? Ich habe nicht genau hingesehen. Hielten Sie das, was ich Ihnen zeigte, für Unrecht? Nein, durchaus nicht. Nur die Art. Was für eine Art? Wenn jemand erschossen wurde, das war etwas anderes. Aber die Anwendung von Gas, das war unmännlich und feige. Angeklagter Stark, während Ihrer Studien zur Reifeprüfung kam Ihnen da niemals ein Zweifel an Ihren Handlungen? Herr Vorsitzender, ich möchte das einmal erklären. Jedes dritte Wort, schon in unserer Schulzeit, handelte doch von denen, die an allem schuld waren und die ausgemerzt werden mussten. Man hat uns eingehämmert, dass dies nur zum Besten des eigenen Volkes sei. In den Führerschulen lernten wir vor allem, alles stillschweigend entgegenzunehmen. Wenn einer noch etwas fragte, dann wurde gesagt, was geschieht, geschieht nach dem Gesetz. Da hilft es nichts, dass heute die Gesetze anders sind. Man sagte uns, ihr habt zu lernen. Ihr habt die Schulung nötiger als Brot. Herr Vorsitzender, uns wurde das Denken abgenommen. Das taten ja andere für uns.